So, jetzt sind wir in Watkins Glen. Unsere Startposition diesmal ist die 7. Ja, kann man leben mit. Die Vor allem da Meisterschaft führt uns das heute eine nach Road Strecke ist, America. auf der es viel geradeaus geht und da viel Mo wo viel Motorleistung gefragt ist, immer gut. Ich möchte hier sehr viel Vorsicht walten lassen, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Zum Beispiel kann ja das passieren. Man schleudert. Und dann geht es bergab und dann haben sie geschwindigkeitstechnisch keine Chance mehr. Da hat man schon die 250 erreicht. War das knapp. Ja, hier auch in Road America. Nur zwei Runden. Nur zwei Runden nötig. Offenbar sind Road America und Bathurst sind die längsten Strecken im ganzen BTC-Kalender. Ja, lieber einmal zu viel auf die Bremse tippen als zu wenig. Vor allem auf einer Strecke, auf der man noch nicht so, also auf der man zwar schon sicher ist, aber wo es schlauer ist, auf der Bremse zu sein. Ich meine, es hat ja überall Rasen. Wenn es eine Auslaufzone wäre, okay, es wäre was anderes, aber dann würde ja wirklich sicher gehen. Bergauf. Oh mein Gott, geht das bergauf. Das ist echt schlimm hier. Man bleibt bei den 170 km/h einfach stecken. Letzte Runde. Wiederhole. Dies ist die letzte Runde. So schnell kann's gehen, schon die letzte Runde. FedEx. Was steht da eigentlich? ABR oder ABK? Ich sehe es nämlich nicht so ganz. Ja, da sollte man eigentlich vor der 100 Meter Marke bremsen. Aber das habe ich schon in der stärkeren Meisterschaft. Stärkeren Klasse habe ich das nicht gemacht und hier mache ich es noch weniger. Kann ich eigentlich nicht mal eine Nummer auswählen, so selber? Auf die Vision Gran Turismo bin ich übrigens sehr gespannt in Gran Turismo 6. Also die Schöpfer von Gran Turismo haben den Trailer angekündigt. Also mein Gran Turismo, also mein Polyphon Digital hat angekündigt, dass sie bei Gran Turismo 6 Vision Gran Turismo hochleben lassen werden. Und Vision Gran Turismo, wie lässt sich das erklären? Sie haben mehrere Autohersteller befragt und die werden irgendwie nach Vorbild oder
nach Gesprächen werden sie eigene Konzeptstudien vorbereiten. Und diese werden dann in Gran Turismo exklusiv spielbar sein. Wie geil ist das eigentlich? Also ich finde das wirklich extrem genial. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt es bitte in die Kommentare. Aber mehr Autos und mehr Autos hätte ich immer Freude. Hier das offizielle Ergebnis. Ein Doppelerfolg für den neuen Fahrer von Zephyr Motorsport. Ein knapper zweiter Platz und damit 6 Punkte für Rich Cort. Wird Dritter Marlon Meola. Und nur so zur Notiz, das soll jetzt nicht irgendwie Teil von jedem Video werden, dass ich jedes Mal noch eine Frage stelle und darauf warten will, dass man das in den Kommentaren beantwortet. Außer es wird ausdrücklich gewünscht, dann kann ich das schon machen, aber das sind jetzt einfach 3 Fragen gewesen, sind mir sehr spontan in den Sinn gekommen und würde mich wirklich freuen, wenn man das mal beantworten könnte. Aber es soll nicht zur Gewohnheit werden. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Tabelle. Derzeit gibt es eine beruhigende Führung für den neuen Fahrer von Zephyr Motorsport. Ja, 10 Punkte. Stimmt. Im Moment Rang 2 für Marlon Meola. Hat sich auf Rang 3 vorgearbeitet, Rich Cort. Ich habe vorhin noch keinen Punkt gemacht. Es ist einfach mal Zweiter geworden. Okay. Von den Teams hat bislang nur und Target Motorsport keine Punkte geschafft. Dann sieht man sich beim nächsten Rennen in Vancouver wieder!